Und doch wird Gott handeln, weil er hat mir versprochen, dass er da ist, mitten in meinem Schmerz. Er hat mir versprochen, dass ich ihn erleben werde. Er hat mir versprochen, dass er mit meinem Leben Geschichte schreiben wird. Vielleicht nicht so, wie ich das mir vorstelle. Vielleicht nicht so, wie ich es mir wünsche. Aber er wird eine Geschichte schreiben, mitten in meinem Leid, mitten in meinem Schmerz, die Generationen nach mir ermutigen werden, ihnen erzählen werden, wer dieser Gott wirklich ist.